Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne and Liberty. Ja, in der letzten Folge haben wir uns schon mal hierhin bewegt und ich muss mal eben schauen, das ist da hinten in der Richtung, an den Ruinen des Sternenlicht-Observators. Ach so, aber mir ist noch eine Sache aufgefallen, genau. Da wollte ich nämlich mal eben auf der Karte gucken, wie weit das denn entfernt ist. Steht gar nicht auf der Karte drauf. Warum steht das nicht auf der Karte drauf? Weil hier rechts steht ja aktueller Standort Goldroggenfelder. Verseuchter Regen, sprich mit der Erforscherin. Ach, Moment, das sind die, die gar nicht angepinnt sind. Kann das sein? Standort auf der Weltkarte prüfen. Das ist hier vorne. Okay. Und stecke einen Strohhaufen in Brand. Die beiden Sachen würde ich nämlich gerne noch machen, weil das hier zu der Umgebung gehört. Irgendwo hier muss ich einen in Brand setzen. Ja, aber wie soll ich das machen? Das ist jetzt die Frage. Ein Strohhaufen. Das sind doch die da hinten, oder? Nee, das ist eine Vogelscheuche. Gibt's, ach, da hinten ist ein Strohhaufen. Oh, ja, die ist ja super, super darüber gesprungen. So, einmal das. Und einmal gibt es da hinten. Ach nee, Moment, das ist die andere Quest, der ich jetzt gerade folge. Oh, was ist denn hier? Hier gibt es noch was zu lesen. Die Helden Casteltons, Nummer 2, Sophia vom Widerstand, die diesen Platz für gewöhnlich belegt, nahm sich diesmal selbst aus dem Rennen, nachdem sie dreimal hintereinander gewählt wurde. Ihrem Wunsch entsprechend geht der zweite Platz an unserem wohlbekannten Nachbarn Kräuterkundler Wilson Hinman. Vielleicht wurde er gewählt, weil die Fürstenresidenz von Laslan diesen Monat ihre Kampagne mit dem Titel Helden unter uns veranstaltet. Ganz gleich aus welchem Grund, Wilson belegt mit 183 Stimmen den zweiten Platz. Wie es scheint, richtet sich das öffentliche Interesse angesichts der weit verbreiteten Nachrichten über eine Epidemie, die in einer anderen Stadt umgeht, auf Helden, die sich um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden bemühen. Welche Gefahren da auch immer lauern mögen, wir vertrauen darauf, dass unsere hingebungsvoller und besonderer Wilson Hinman uns alle beschützen wird. Das hatten die Wähler über Wilson gesagt. Ich werde nie vergessen, wie sich Wilson um mich gekümmert hat, als ich ihn mitten in der Nacht mit Bauchschmerzen aufsuchte. Mit Bauchschmerzen. Wenn man für Wilson keinen Respekt übrig hat, sollte man sich fragen, ob man überhaupt irgendjemanden respektiert. Ich werde ihm immer dankbar sein. Ein Anonymer. Ich blicke ehrfürchtig zu Wilson auf. Ständig sammelt er Kräuter und hilft all jenen, denen es am schlechtesten geht. Möge er noch viele Jahre gesund bleiben. Ein anonymer Händler. Auch ich erinnere mich, wie ich Wilson einen Besuch abstattete, als ich erkältet war. Alle Bürger Casteltons verdanken ihm ihr Leben. Er hat sich seinen herausragenden Ruf ehrlich verdient. Man muss an dieser Stelle jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, das sollte zwar eigentlich normal sein, aber mal ein dickes Lob hier an Amazon oder an ihren Entwickler, wer auch immer dafür zuständig war. Also Amazon hat es, glaube ich, nur veröffentlicht. Ich habe bisher, meine ich, noch keinen Rechtschreibfehler gefunden in der deutschen Übersetzung. Wie gesagt, das sollte eigentlich normal sein in solchen Spielen, aber wir haben da ja schon so einiges anderes, ne, bisher mitbekommen. Deswegen wollte ich das mal angemerkt haben. Kann er da drüber springen? Ja, ne? Ja. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem blauen Pünktchen. Und schauen mal, dass wir die Erforscherin des verseuchten Regens finden. Weil wir wollen natürlich auch dem Land irgendwo helfen. Wir wollen jetzt nicht nur der Hauptstory hier hinterherreisen, sondern wir wollen dem Land natürlich auch ein bisschen helfen. Und da ich das offenbar übersehen habe, machen wir das halt jetzt. Da ist sie doch. Oh, what do I do? I must start the experiment soon. I Das liegt was an. planning to conduct an experiment today, but my assistant didn't show up. Can you help me out? Hört sich leicht genug an. Was ist denn das für eine Aussage? Thank you.
So, for your first task, please fetch the bucket over there. It's under the roof and has been catching rainwater. Okay. Warum soll ich das machen? Warum kriegt die das nicht hin? Er steht unter dem Dach und fängt Regenwasser auf. I'll set up the experiment. Please bring the bucket inside the lab. Okay. Moment, hier ist noch was zu lesen. 20. Mai 1190, das Lied der Honigbiene. Oma Frion, Herrscher über die Welt, mögest du uns mit summenden Bienenschwärmen segnen. Mögen sie dahin zurückkehren, wo ihr rechter Platz ist. Mit dem Segen und Schutz deiner großen Macht. O Honigbienen, bitte kehrt nach Hause zurück. Bitte flieht nicht aus Angst vor den Wespen. Bitte fliegt nicht davon. Bitte verlasst nicht euer Zuhause, sondern vertraut uns und baut euer Nest, wo ihr hingehört, unter dem Schutz von Mafrions großen Willen. So. Aber die hat doch... Nee, da hinten ist ein Eimer. Ach so, unter dem Dach. Okay. Können wir die alle gleichzeitig nehmen? Reicht es, wenn wir einen Eimer nehmen? Okay, es reicht anscheinend, wenn wir einen Eimer nehmen. Guten Tag. Kann ich mit dir sprechen? Hallo. Kann ich mit dir sprechen? Moment, ach, das ist sie doch, oder nicht? Rede mit Liana. Doch, aber wieso kann ich nicht mit dir sprechen? Hä? Hallo. You're just in time. Das war wieder eine Verarsche. Was erforschst du denn? I want to see how rainwater of a certain composition affects this area. Was brauchst du? I'm going to mix these ingredients in the rainwater you brought to make the experimental rainwater. I want you to sprinkle that rainwater on the scarab and observe while it's wet. Okay, verstanden. I'm mixing the ingredients in the rainwater. It's almost done. I've created the experimental rainwater. Okay. Be careful. Scarabs can become hostile suddenly when they are soaking wet from rain. Wow. Ja. Meintest du das ungefähr so? Oh, I'm glad you were with me. Dachte ich mir schon. Jetzt weiß ich auch, warum sie Angst davor hatte. It was the cursed rain that affected the creatures and harvesters in this area. Könntest du das etwas ausführlicher ausführen? A decade ago, Laslin was suddenly hit by tainted rain, which turned the creatures that were touched by it into rampaging monsters. I traced the composition of the tainted rain and learned about the curse-causing ingredients used by the Shadowmancers. The rainwater you just sprinkled was made from those same ingredients. It seems to have the exact same effect as the tainted rain does. I'll report back to Venelux with the results of today's experiment. Thank you for your help, adventurer. Kein Problem, man sieht sich. Ja, super. Und wir haben auch noch Gold dazu bekommen, das ist noch besser. Deswegen sind natürlich auch so Zwischenquests, sage ich mal, auch immer sehr gut. Du kannst deine endgültige Belohnung wählen. Wie war das nochmal? War das über verseuchter Regen? Ich mach's einfach hier drüber. Ich weiß es nicht mehr. Nee, der geht aber auch hier rein. Ach so, hier. Ach, ja, okay. War ich doch richtig. Zwiebelsuppe mit Fleisch. Verteidigung. PvP interessiert mich nicht. Trefferchance gegen Bosse wäre vielleicht ganz gut. Jegliche Trefferchance. Ich nehme mal gegen Bosse. So. Dann haben wir das. Dann haben wir... Wo kam der denn jetzt her? Hallo? Erschreckt mich hier doch nicht so. So, dann haben wir als nächstes noch...
Wegpunkt der Urstellafelder. Den habe ich noch nicht gemacht, so wie es aussieht, ne? Ist das das, was mir angezeigt wird? Ich bin mir gerade nicht sicher. Beweg dich mit dem Wegpunkt bei Roggenfelder, reise dann nach Sichelmondsee. Und bediene Urstellafelder. Nee, die Wolfsjagd machen wir nicht, aber wir müssen nach... Reise dann nach Mondsichelsee und bediene Urstellafelder. Also den müssen wir auf jeden Fall machen. Aber das mit dem Mondsichelsee, das verstehe ich nicht so ganz. Den haben wir nämlich nicht. Ach so, doch da. Okay. Da ist es. Okay. Dann... Nee, das war das gar nicht. Moment, hier war der. Aber sind wir so weit weg? Nee, wir sind gar nicht so weit weg. Wir können auch mal eben zu Fuß hin. Oder zu Pfote hin. Ich finde das immer noch doof mit dem Rot. Weil eigentlich wollte ich ja auch lila Haar haben. Also wenn der jetzt lila gewesen wäre, dann wäre das natürlich viel cooler gewesen. Aber irgendwie sah das rote Haar auch so cool aus. Deswegen, ja. Ich vermute wirklich sehr stark, dass das daran liegt, welche Haarfarbe man hat. Was hüpft der denn hier rum, als wäre der ein Häschen? Hui, hui. Der sieht aber auch ziemlich komisch aus. Oh mein Gott, die Goblins sind eigentlich gar nicht böse? Was geht denn jetzt ab? Aber Goblins Schläge haben wir auch. Den können wir lieber ausweichen, glaube ich. So. Da ist gleich da hinten. It is said that long ago the seeds of a flower with jewels for petals fell on an unnamed land and it became the beautiful field it is today. Goblins have long occupied and mined this mysterious gem-rich land and they do not hesitate to slaughter any human who dares disturb them. Ja, das Land wird ausgebeutet von Goblins. Ist das nicht schön? Schlechter auf den Feldern. Das ist aber... Was ist denn das jetzt genau? Sammle Goblinbeute. Wenn nur noch 2 Monumentsteine vom Ritual der Sternenlichter, 7 Monumentsteine... Was? Ist das jetzt hier irgendwie so ein Event-Kram oder was ist das? Oder ist das jetzt Inhaltsdetails? Bezwinge riesiger Goblin-Schlechter. Ja, und was bringt mir das dann? Finale Belohnung. Hochwertige Waffen, Wachstumsstein. Das hört sich aber so... Urstellafelder? Ach nee. Das sind tatsächlich die Quests von hier aus der Umgebung. Okay. Will ich eigentlich nicht machen, aber okay. Moment, da müssen wir uns das anzeigen lassen, ne? Einmal das und die 7 Monumente. Ja, die 7 Monumente machen wir dann danach. So, Moment. Wir müssen... beschaffe einen Sammelgegenstand. Besiege die Goblins im Tanzfieber. Nahe den... Was müssen wir denn jetzt hier machen? Moment. Hier sind so viele Felder. Hier steht gar nichts mehr. Och nee. Urstellafelder. Oh Gott. Sammle Goblinbeute von Urstellafeldern. Nahe der Sternenlichtsteine. Woher soll ich wissen, wo die Sternenlichtsteine sind? Sternlicht-Observatorium. Ha. Oder wir machen einfach mal alles so auf unserem Weg bis nach da hinten platt. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. So.
So, von dem habe ich jetzt nicht wirklich was bekommen. Ich laufe in die falsche Richtung, ne? Goblinschläger. Um die geht's, glaube ich, hier. Das geht nicht mit der Heilung. Oh, Moment, ich habe irgendwas erreicht. Ich weiß es nicht. So, Moment, besiege die Goblins im Tanzfieber. Okay, das war das eine. Oh mein Gott, beschaffe einen Sammelgegenstand bei Ostellafeldern. Schauen wir mal, Ostellafeldern war da irgendwo in der Richtung. Moment, Goblinbeute? Hier ist auch nochmal Goblin-Beute. Bezwinge riesiger Goblin. Beschaffe einen Gegenstand. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier genau hin muss. Das ist gerade mein Problem. Blühendes Wildkraut. Ach, das sind die Sammelgegenstände, oder was? Okay, dann muss ich jetzt noch riesiger Goblin-Schlechter. Riesiger Goblin-Schlechter. Mir werden hier ein paar Sachen angezeigt, aber Goblin-Steinschläger, Goblin-Schlechter. Aber das ist kein riesiger, also ich glaube nicht, dass der das ist. Nee, das ist er auch nicht. Wir schauen mal hier vorne jetzt bei dem Blauen. Also irgendwie manchmal sind blaue Kreise da, dann sind die wieder weg. Irgendwie ist das ein bisschen verwirrend hier. Goblin-Schlechter. Aber da ist kein riesiger Goblin-Schlechter dabei. Das verwirrt mich hier. Hier ist jetzt auch keiner bei. Bin mir jetzt echt nicht sicher, wo ich jetzt gerade hin soll. Also zum Sternenlicht-Observatorium müssen wir ja sowieso noch. Das sind alles Goblin-Schlechter. Ich kann ja mal kurz stehen bleiben, oder? Also hier sind alles Kreise, aber da ist ja nirgendwo ein riesiger Goblin-Schlechter bei. Das ist wirklich sehr verwirrend gerade für mich. Also ich meine, ich würde ja gucken, ob ich den besiegen kann. Aber wenn ich ja keinen finde. Oh, Moment. Ist da was zu lesen?
Wo ist Ruki? Räume das Lager aus, das du anordnen möchtest. Stelle danach alle Gegenstände wieder hinein, einen nach dem anderen. Ruki fing an, das Lager auszuräumen, genau wie Marik es ihm gezeigt hatte. Er nahm Schwerter, Rüstungen und Elixiere heraus. Das Lager, das bis an die Decke gefüllt war, wurde immer leerer und leerer. Juhu, es ist leer. Ruki lächelte und reckte triumphierend beide Arme in die Luft. Jetzt müssen die Gegenstände nur noch wieder ins Lager verstaut werden. Doch als er sich umdrehte, war alles verschwunden. Tja. Ich würde mal sagen, verarscht, ne? tja. Ich weiß immer noch nicht, wo ich diesen riesigen... Das sind alles normale Goblinschläger. Ich brauche aber... Brauche ich Schlechter oder Schläger? Ich weiß es gar nicht mehr. Riesiger Goblin Schlechter. Du bist ein Goblin Schlechter, aber riesig siehst du mir nicht aus. Oh, du bist es, oder? Yes, jetzt haben wir's. Sehr schön. Dann gibt's noch die 7 Monumente. Wenn nur noch 2 Monumentensteine vom Ritual, gib Sternenpulver 1 davon ab. Hä? Was? Zerstöre Sternenhaufen. Besitze 40 Sternenpulver. Okay. Ich hoffe mal, dass dann irgendwas Neues angezeigt wird. Da hinten ist irgendwas am Leuchten. Sternenruferstein. So. Finden wir noch sowas? Was ist hier eigentlich mit? Das hat, glaube ich, irgendwas mit PvP oder sowas zu tun. Ich hatte, meine ich, mal was gelesen mit PvP und bin seitdem dann nicht rangegangen. Tja, aber hier finde ich nichts mehr so in der Richtung. Moment, da hinten läuft ein Boss oder sowas rum. Das ist der riesige Goblinschläger. Glaube ich zumindest. Moment, da oben ist. Sieht aus wie eine Trophäe oder sowas. Was bist du denn? Und hier kann man nichts machen. Hm. Lagerfeuer. Wenn du an einem Lagerfeuer sitzt, regenerierst du Gesundheit und Mana schneller als gewöhnlich. Achso, brauchen wir ja gar nicht. Ist ja alles. Okay. Ja, aber ich finde irgendwie nicht mehr als das Einzige, was so leuchtet. Ich dachte, das wären jetzt die Dinger, die ich sammeln muss. Oh, oder anscheinend noch nicht. Oder ist das jetzt nur eingesammelt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, ich weiß jetzt hier so gerade gar nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll. Die Dinger brauche ich auf jeden Fall nicht mehr holen. Hallo? Ich glaube, das war jetzt Zufall, dass ich das eingesammelt habe, obwohl das jetzt nicht mehr zur Quest gehörte. Ich weiß es nicht. Da hinten ist wieder was am Leuchten.
Sternenruferstein. Bin ich vielleicht... Die machen den kaputt? Muss ich den vielleicht beschützen oder so? Tja. Look at this. Even Archaeus said we should reclaim our land. Also ich habe Holz bekommen, aber es hat auch nichts mit der Quest zu tun. Ja, jetzt habe ich das Ding hier beschützt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verstehe überhaupt nicht, was die Aufgabe jetzt hier soll. Hier kann ich wieder Holz holen. Ich weiß nicht, ob das später nochmal wichtig sein wird. Wahrscheinlich für Waffen oder so. Inhaltsdetails. Die Samen der Blumen, an denen Edelsteine wachsen, sollten vor langer Zeit auf ein namensloses Land gefallen sein. Zöger nicht, alle Menschen abzuschlachten. Hm. Tja. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde hier auch nichts. Ich meine, ich laufe jetzt hier schon die ganze Zeit in der Gegend rum. Wenn ihr das Ganze schon gemacht habt, wäre es nett, wenn ihr mir einen Kommentar mit einem Tipp oder irgendwas oder einer Anleitung geben könntet. Was ich jetzt genau suchen muss, wo ich es vielleicht finde. Vielleicht ist das ja auch... Ach, der läuft hier echt in der Gegend rum und man sieht den nur, wenn man in der Nähe ist. Ich dachte, der wäre immer in der gleichen Position, aber okay. Ja, wie gesagt, also ich finde hier irgendwie gar nichts und auch, dann werden mir hier noch kleine Stellen nebenbei angezeigt, die aber anscheinend auch nichts damit zu tun haben. Ich meine, es ist schön, dass ich hier ein bisschen von diesem Holz einsammeln kann, wo ich noch nicht weiß, was das überhaupt für ein Holz ist, beziehungsweise, also es ist Mythholz, das weiß ich. Beziehungsweise wofür ich das jetzt genau gebrauche. Das sind halt die Lager, die angezeigt werden. Und die haben wir ja schon durch. Ah, Moment. Da ist aber noch ein Buch. Wo ist Roki? Hatten wir doch schon mal. Oh, Moment. Da lag gerade was. Alter. Was geht denn jetzt hier ab? Okay, man sollte immer wissen, wenn man aus einem Kampf raus sollte. Jagen die mich jetzt ernsthaft durch das ganze Gebiet? Wieso kann ich nicht laufen? Hallo? Ich wollte eigentlich mal irgendwo hin, wo ich mich mal eben ausruhen kann, beziehungsweise regenerieren kann. Okay, keine Ahnung, was ich gerade alles zauber, aber ist mir egal, Hauptsache ich kann mich heilen. Oh Gott, ich wollte doch nur dieses Ding nehmen, was da war. Weil da lag gerade irgendwas, aber das konnte ich irgendwie nicht nehmen. Ich probiere es nochmal. Also ich
guck noch mal, ob ich da irgendwie hinkomme. Wieso geht der zwischendurch immer raus? Das finde ich nicht gut. Hey, hier war das nicht. Moment, wo war das? Ah, jetzt finde ich das nicht mehr. Ach so, doch da hinten. Moment, Moment. Einmal quer durch. Hier tut mir ja noch nichts. So, und dann hier oben ist das gewesen. Das Problem ist, dass sie jetzt wieder da sitzen und tanzen. Ich aber gerne das Ding, was auch immer das sein wird, was jetzt hier unten ist, gerne holen würde. Ich vermute so langsam, dass man hier so diese einzelnen, obwohl das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück, ach doch, 7 Monumentsteine. Ah, das ist bestimmt das, was man suchen muss. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Wir probieren es einfach nochmal. Wir werden den hier jetzt erstmal... Oder? Oder nehmen wir erstmal einen kleinen. Das kann natürlich... Goblin-Ritualkiste. Ach, die kann man auch? Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat. Kann man die vielleicht wegholen und das dann looten oder so? Aber anscheinend ist es auch nichts, was ich brauche, so wie es aussieht. Nee, anscheinend kann ich nur das Buch nehmen, aber nichts von den Sachen, die da stehen. Aber ja, ist ja gut. Lass mich doch mal weglaufen hier. Ich wollte ja nur wissen, ob das was ist, was ich brauche. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Moment, ich laufe, glaube ich, gerade falsch. Also wir lassen das jetzt hier erstmal so stehen mit den 7 Monumenten. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ruinen des Sternenlicht-Observatoriums. Kann ich mit dir noch reden? Gerade warst du so... Wähle ein Ziel. Ja, dich. Oder nicht? Als ich reingekommen bin, durfte ich noch mit dir reden. Jetzt darf ich es nicht mehr. Na gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier oben das Ding freischalten. Boah, der ist so nah. Das ist so geil. Priesterin. Ah. Moment, wo ist denn das? Da oben drauf, ne? Da ist es. Sehr schön. Long ago, the mages of Venelux built an observatory to watch the stars in the sky, but the Archeum destroyed the tower, leaving it in ruins. It is now being used as a base for those adventuring in the Estella Fields, Carmine Forest, and the Nesting Grounds. So, dann haben wir die Region schon mal offen und dann können wir nämlich in der nächsten Folge auch hier hinten zur Vertragsverwalterin gehen. Jetzt bin ich mal gerade... Ja genau, das ist auch das, was wir in der Aufgabe haben. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Es tut mir leid, aber irgendwie habe ich das mit diesen Monumenten oder was das war nicht wirklich rausgefunden. Also... Ich habe da ja nochmal geguckt bei dem Lager am Ende, aber die Sachen konnte man nicht nehmen. Man konnte die alle nur zerstören. Das Einzige, was man nehmen konnte, war was zum Lesen. Das war ja auch okay. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also die Logik habe ich nicht so ganz verstanden. Das waren zwar genau 7 Bereiche und da stand ja auch was von den 7 Monolithen oder was das waren.
Aber ich habe es wirklich nicht gecheckt. Deswegen lasse ich den Kram erstmal beiseite und schau mal, ob ihr irgendwas darüber wisst. Das könnt ihr mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn, dann werde ich es vielleicht nochmal versuchen, aber ansonsten werde ich erstmal der Story weiterfolgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!